Abgeordneter Johann Singer als Nächster. Danke, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Der Einkommensbericht gibt wie immer eine gute Grundlage über den aktuellen Stand der Einkommen, über die Entwicklung in den einzelnen Kategorien, aber auch über die Anzahl der Beschäftigten in den jeweiligen Kategorien. Und mit detaillierten Auswertungen wirkt der Bericht seit 1998 klärend auf viele Fragen das Einkommen betreffend. Wichtig ist allerdings eine eingehende Beschäftigung damit, um auch korrekte Schlüsse daraus ziehen zu können. Einige Punkte möchte ich herausgreifen. Wir hatten 2015 4.226.000 unselbstständige Erwerbstätige und das bedeutet gegenüber dem Vorjahr, also 2014, eine Steigerung um rund 1,5%. Und unselbstständige Erwerbstätige erzielten im Jahr 2015 ein mittleres... Herzlich willkommen zurück. Wir zeigen Ihnen den restlichen Teil der gestrigen Nationalratssitzung live zeitversetzt. Am Wort ist Johann Singer von der ÖVP zum Einkommensbericht 2016. 215, die ist das höchste Mitteleinkommen mit 53.747 verzeichneten man bei den Beamtinnen. Um diese Spreizung sachlich korrekt bewerten zu können, gibt, wie bereits angesprochen, der Bericht detaillierte Hinweise. Er führt zum Beispiel aus, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die sich positiv auf die Einkommenshöhe der Beamtinnen auswirken. Beamte sind im Vergleich zu anderen Gruppen nicht nur überdurchschnittlich häufig Akademiker, sondern im Schnitt auch deutlich älter als die anderen Beschäftigungsgruppen. Und sie stehen seltener in Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen. Und auch der Anteil der nicht ganzjährig beschäftigten Beamtinnen ist sehr gering. Daraus ergeben sich also zwei Schlussfolgerungen aus meiner Sicht. Zum einen ist der Vergleich mit anderen Gruppen oftmals irreführend und zum anderen zeigt sich, dass die im Bericht gewählte Berechnungsmethode besonders Teilzeitbeschäftigungen und nicht ganze Beschäftigungsverhältnisse, dass sich die negativ auf das durchschnittliche Einkommen auswirken. Laut Bericht gab es in Österreich rund 846.500 ganzjährig Teilzeit und 2.105.000 ganzjährig Vollzeitbeschäftigte. Und das entspricht einem Teilzeitanteil von 34,5%. Kollegin Greiner hat das schon entsprechend aufgegriffen. Festzuhalten ist auch, dass die Teilzeitbeschäftigungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben. Von 2004 bis 2015 sind es rund 50%. Und klar erkennbar ist auch, die Teilzeitbeschäftigung ist weiblich. Rund 81,8% der ganzjährig Teilzeitbeschäftigten sind weiblich. Hingegen beträgt der Frauenanteil bei den ganzjährigen Vollzeitbeschäftigten nur 34,5%. Und Teilzeitbeschäftigte verdienen naturgemäß natürlich weniger als Vollzeitkräfte. Und wenn man das Einkommen, wie im Bericht, pro Kopf berechnet, drückt das natürlich den statistischen Schnitt und damit das Durchschnittseinkommen der dadurch betroffenen Gruppen. Daraus zu schließen, dass wir wirklich ärmer werden, wie im Bericht auf den ersten Blick dargestellt ist, ist für mich nicht nachvollziehbar, vor allem auch unter dem Aspekt, dass laut Umfragen 85 bis 90% freiwillig in Teilzeit und nicht deshalb, weil sie keinen Vollzeitjob kriegen, arbeiten. Sehr geehrte Damen und Herren, durch die im Bericht gewählte Pro-Kopf-Berechnung des durchschnittlichen Einkommens ergibt sich oftmals ein verzerrendes Bild. So ist die daraus resultierende Aussage, dass die Gehaltsschere in Österreich weiter aufgeht, unter Berücksichtigung aller Erläuterungen dieses Berichtes dazu differenziert zu sehen. Ich möchte hier den Vorschlag
den die Presse gemacht hat, aufgreifen, die den Umstieg von der Pro-Kopf-Betrachtung auf eine Zwei-Jahres-Betrachtung auf Basis von Einzelverläufen vorschlägt. Diese Alternative wurde im Rechnungshofbericht ja bereits auch angeführt und ergab ein wesentlich anderes Gesamtbild, wie die Presse auch schreibt. Sie schreibt, die Reallöhne sind dann in jedem Jahr gestiegen, oft auch kräftig. Und der Vergleich von hohen und niedrigen Einkommen zeigt, dass sich diese nicht auseinanderentwickeln, sondern relativ gleichförmig wachsen. Das ist eine wesentlich andere Sichtweise. Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Bericht ist ein sehr umfassender und ich bedanke mich bei allen, die bei der Erstellung dieses Berichtes mitwirken und mitwirkten. Mit einer Forderung, persönlichen Forderung möchte ich schließen. Der Bericht zeigt, dass trotz punktueller Verbesserungen Frauen weiter bei gleicher Leistung weniger verdienen als Männer. Setzen wir alles daran, dass in dieser Frage auch Gerechtigkeit einkehrt. Herzlichen Dank. Der Bericht zeige, dass trotz punktueller Verbesserungen Frauen bei gleicher Arbeit immer noch weniger verdienen als Männer, betont Johann Singer von der ÖVP.